Hallo, mein Name ist Dominik Michel von SFC in Berlin. Wir machen seit unzähligen Jahren die Alarmanlagen für Fahrzeuge, im weitesten Pkw, Wohnmobil und Motorrad. Und heute möchten wir euch die Pandora Smart Pro an diesem wunderschönen Blau-Metallic-Fahrzeug vorstellen. Es ist ein Toyota Corolla Hybrid aus dem Modelljahr 23. Die Fahrzeuge wurden ja Anfang des Jahres neu auf den Markt gebracht, werden jetzt in Mitte 23 so langsam ausgeliefert. Ja, und wir haben mal eins der ersten Modelle hier und gleich abgesichert, weil unserem Kunden ist natürlich wichtig, dass das Auto bei ihm bleibt. Das letzte Auto wurde nicht gestohlen, war aber schon ein etwas älteres Fahrzeug. Ja, und bei dem neuen sagt er, da soll das Ding definitiv vor der Haustür stehen. Nach wie vor ist bei diesem Toyota-Fahrzeug auch wieder die Keyless-Schnittstelle das Problem, diese Sicherheitslücke. Es ist ja egal, ob ich hier einen Mercedes, einen BMW, einen Audi, einen VW, einen Toyota, einen Lexus, es ist völlig egal. Alle oder viele moderne Fahrzeuge haben diesen schlüssellosen Zutritt. Das heißt, ich habe meinen Autoschlüssel ganz regulär in der Tasche, gehe nur ans Auto ran, mache mein Auto auf, drücke auf Push to Start und fahre los. Und diese Schwachstelle nehmen sich mehr oder weniger die Diebe und kommen mit einem sogenannten Reichweitenverlängerer. Man kann sich das so vorstellen, der Autoschlüssel hängt an der Wohnungseingangstür am Schlüsselbrett. Der Dieb kommt mit seinem Reichweitenverlängerer, scannt jegliche Funkfrequenzen, die sich hinter dieser Wohnungstür befinden, schickt die zum Auto, dort steht der Komplize mit dem Empfangskoffer. Dieser simuliert jetzt quasi unseren Schlüssel. Ja, und dann kann ich ganz normal an den Türgriff anlangen, die Tür öffnen und das Auto starten. Und genau hier grätscht jetzt unsere Pandora-Alarmanlage ein, als dass wir diese zweistufige Authentifizierung haben. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir jetzt unser Auto öffnen, kriegt zumal die Alarmanlage erstmal den Befehl, ich soll deaktivieren. Das tut sie aber nur, wenn auch dieser kleine Bluetooth-Transponder in Funkreichweite, also in Bluetooth-Reichweite, sich zum Auto befindet. Und wenn die Alarmanlage diesen Transponder zuverlässig erkennt, erst dann deaktiviert sie. Wenn der fehlen sollte, weil der Dieb entsprechend mit seinem Reichweitenverlängerer dem Auto zu Leibe rückt, geht zwar das Auto auf, das kann ich dem Fahrzeug nicht verbieten, aber dann ist natürlich unsere Alarmanlage nach wie vor geschärft. Wir haben den Alarm am Auto, wir kriegen den Anruf. Per Internet werden wir benachrichtigt über die App, eine SMS hinterher und der Anruf, damit ich nachts um 3 auch wach werde. Ja, und unsere Wegfahrsperre greift natürlich. Das bedeutet also wirklich, wir können das Auto nicht starten. Auch wenn ich einen originalen Schlüssel bei hätte ohne Transponder, auch hier könnte ich mein Fahrzeug nicht mehr starten. Jetzt haben wir natürlich nicht bei solch einer Alarmanlage nur diese Keyless-Absicherung mit drin, sondern auch ganz reguläre Überwachung aller Türen und Klappen. Wir haben einen zweistufigen Schocksensor gegen Vibrationen auf der Karosserie. Wir haben einen Neigungssensor, wenn das Auto gekippt wird, wegen Felgen- oder Katalysatordiebstahl. Und zusätzlich sogar noch den Beschleunigungssensor, dass wenn das gesamte Auto hochgehoben wird über einen Abschlepper, dass dann entsprechend auch hier die Alarmanlage aufgrund der Beschleunigung des Fahrzeugs angeht. Glasbruchsensor. Bei Toyota Corolla würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt vielleicht ganz so stark gefährdet aufgrund des Keyless-Zugangs, aber auch denkbar, dass der Dieb sich Zutritt über die Scheibe zum Auto erschaffen möchte. Und hier würde jetzt die Scheibe eingeschlagen werden. Das bringt eine gewisse Art der Lautstärke mit sich. Und deswegen installieren wir sehr gerne noch diesen sogenannten Glasbruchsensor. Das ist ein Akustikmikrofon, welches in den Innenraum des Autos reinhorcht. Und wenn es hier einen lauten Event gibt, haben wir auch sofort einen Vollalarm. Um euch mal zu zeigen, wie sensibel oder wie feinfühlig dieser Glasbruchsensor funktioniert, schärfen wir unsere Anlage. Das heißt, wir verriegeln unser Auto. Das Auto schließt ab. Unsere Alarmanlage schärft automatisch. Und wenn wir jetzt einfach so einen Schlüsselbund haben, haben wir hier sofort den Alarm und ihr seht, wie feinfühlig dieser Sensor ist und wie laut eigentlich diese Motorraumsirene ist. Parallel hierzu haben wir noch eine Innenraumsirene eingebaut. Diese befindet sich versteckt im Fahrzeug und bringt jetzt auch noch mal 120 Dezibel in dem Augenblick, wo die auslöst, im Auto fast unerträglich. Und wir wollen ja eigentlich den Dieb, wenn er ans Auto rangeht, eigentlich nur wirklich vertreiben und ihn erst gar nicht dazu bewegen, ins Auto sich einzusetzen. Die Bedienung der Alarmanlage geht natürlich nicht nur über den originalen Fahrzeugschlüssel, sondern wir können es natürlich auch mit dem Keyless-System bedienen. Das heißt, wir verriegeln einfach unser Auto per Tastendruck am Türgriff, die Alarmanlage scharf geschaltet und unser Auto ist vollumfänglich geschützt. Und das Gleiche gilt natürlich auch beim Öffnen.
Wir fassen einfach nur unsere Türklinke an, die Alarmanlage deaktiviert. Es wird mir angezeigt über die Motorraumsirene zuverlässig, dass meine Alarmanlage deaktiviert ist. Und damit ich mir nicht einfach aus Versehen auch einen Fehlalarm vielleicht auslöse. Und insofern kann ich mein Auto wie gewohnt benutzen. Besondere Herausforderung bei dem Auto war jetzt die Wegfahrsperre, die durch uns nachträglich installiert wurde im Rahmen der Alarmanlage. Neues Auto, noch nie in der Hand gehabt, da kriegst du auch wenig Feedback von irgendwelchen Datenbanken oder natürlich auch vom Hersteller sowieso nicht. Aber auch hier haben wir eine Möglichkeit gefunden, wo wir aus Erfahrung wissen, dass es garantiekonform ist, zumindest dem Hersteller gegenüber. Und darum geht es ja immer. Wir wollen ja durch nachträglich eingebaute Technik im Auto nicht eine Werksgarantie gefährden. Bei der Gelegenheit sei noch mal erwähnt, wir waren ja nun gerade auf einer Messe, wo Pandora auch mal wieder vertreten war. Und es wird eine neue Elite zum Jahreswechsel geben. Ich kann noch nicht wirklich viel über das Thema sagen. Ein paar technische Details habe ich schon bekommen. Mit denen möchte ich euch jetzt aber nicht sonderlich langweilen. Aber ich bin sehr froh, dass auch Pandora hier wieder weiterentwickelt und nach wie vor innovativ, gerade wenn es ums neue Fahrzeug geht oder um neuere Fahrzeugmodelle, wir immer wieder innovative, neue Ideen von Pandora an die Seite gestellt bekommen, damit wir nach wie vor eure Autos schützen können. Wenn ihr generelle Fragen zu den Alarmsystemen von Pandora habt, dürft ihr euch gerne an uns wenden. Gerade wenn es vielleicht um das zukünftige Sicherheitskonzept eures neuen Fahrzeugs geht. Auch hier können wir uns gerne beisammensetzen und darüber mal sprechen. Worauf legt ihr Wert? Was ist euch besonders wichtig? Und was soll am Tagesende alles mit abgesichert sein? Prinzipiell hat eine Smart Pro so ziemlich alle Faktoren mit drin, die für mich persönlich wichtig sind. Der Anrufalarm, SMS, App-Kontrolle, jegliche Sensoren, die zumindest erstmal unsere Außenhaut gesamt gesehen am Fahrzeug schützen. Wegfahrsperrenmöglichkeit ist gegeben. Und insofern bleibt mir einfach nicht mehr zu sagen, als dass die Pandora Smart Pro für mich persönlich die eierlegende Wollmilchsau ist im Alarmsegment für PKWs. Insofern wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis bald, euer Dominik aus Berlin. I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close. Hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. But I got so much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time, but please don't stay the night. Don't try to change my mind, baby. Please don't stay the night. I know I must do what's right. Don't make me ask you twice. Ooh, don't stay the night. Don't try to turn into a fight. You know I love you by my side. Just don't stay the night. To a